Moin Leute, heute ist es an der Zeit, eine XP-Farm zu bauen, um diese drei Schwerter endlich mal kombinieren zu können, um das ultimative OP-Schwert zu bekommen. Außerdem werde ich auch noch ein paar Sachen zu Netherite upgraden, also schaut auf jeden Fall bis zum Ende. Und jetzt ist es allerdings erstmal Zeit, noch ein paar Dias zu holen, aber davor, seht ihr schon, da sind wieder Zombies. Da ist es ja schon. Mal kurz durch. Schnell wieder raus. Und das sollte das Problem auch schon gefixt haben. Ja, sieht gut aus. Das heißt, erstmal ein paar Dias holen. Ja, schon mit der ersten Sprengung. Nice. Juhu. Oh, da sind die ja von der Decke gefallen. Oh, die ist nice. Ja, das ist jetzt einfach gewittert, ey. Krass. Ich habe jetzt nochmal einen weiteren Stack Dias gesammelt und dann können wir jetzt erstmal zurückgehen. Und ich bin mittlerweile so weit, dass nicht mal das Ende rendert bei 32 Chunks Render Distance. Jetzt können wir hier erstmal das ganze Zeugs einlagern, zack, zack, und mit nach oben nehmen. Hier ist eine Schalke verblieben. Aha, interessant. Raw Gold in den Schmelzer. So, die Dias, warte mal. Ich habe doch noch 3 Elytras. Wo kommt denn jetzt die dritte her? Keine Ahnung, aber ich find's gut. Ein Ancient Debris reicht natürlich nicht aus, um die ganze Rüstung zu upgraden. Und vorher müssen wir auch noch die Schwerter kombinieren. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die Mine, also in die im Nether, und gucken, wie viele Ancient Debris wir jetzt erstmal sammeln können. Und wie immer natürlich an den Chunk-Grenzen long. Also, erstmal für jetzt. Jetzt geht's erstmal wieder zurück. Juhu. So, dann warten wir mal kurz, bis das ganze Ancient Debris durchgeschmolzen ist. So, das Ancient Debris ist durch. 10 Stück. Wir können allerdings erstmal nur 8 verkraften. Es ist sehr viel schwieriger, das Zeugs zu kriegen, als ich in Erinnerung hatte. Zack, da haben wir 2 Netherite Ingots. Und somit auch 2 weitere Netherite Teile. Die Frage ist jetzt, was wir upgraden, und ich denke, das ist relativ klar. Einmal die Hose, weil eine Hose relativ gut ist, was Protection und so angeht. Und natürlich die Spitzhacke, weil die uns sehr gute Dienste erwiesen hat jetzt, um überhaupt das Netherite zu kriegen. Deswegen schmeißen wir die Smithing Templates rein, die Spitzhacke, und upgraden zu Netherite Template Hose Ingot. Bam! Netherite Hose. Let's go, Freunde. Damit sind wir ganz gut equipped. Und jetzt gibt es eine neue Farm. Wer hätte es gedacht? Und vielleicht könnt ihr auch schon erraten, was für eine das wird. Ich sammle jetzt erstmal die Materialien dafür. Und dann sehe ich euch gleich wieder, wenn ich die habe. So, das hier sollte jetzt alles sein, was wir brauchen. Und ihr könnt auf jeden Fall vielleicht schon erraten, was das Ganze werden soll. Ich muss jetzt noch ein paar organisatorische Sachen holen. Und dann sehe ich euch gleich wieder, wenn der Bau beginnen kann. Alright, das ist dann auch schon alles. Und wir können aufbrechen. Ups, falsche Richtung. Alright, wir sind an der Location, an die wir hin müssen. Unter einem Baum. Das kann nur in einem
Stronghold führen. Und genau da bin ich jetzt auch. Portalraum. Perfekt. Und diese Suche werde ich nie wieder machen müssen. Denn dafür habe ich ja meine 20 Obsidian dabei. Wir werden jetzt ein Portal auf der Netherdecke mit dem Stronghold hier connecten. No way. No way. Bro, ich spawn in der Fortress. Dein Ernst? Oh, 127, perfekt. 248 und 140. So, mal hoffen und mal gucken, wo wir rauskommen. Bruh. Ist nicht da, wo wir rauskommen wollten. So, hoffen wir, dass das jetzt korrekt verlinkt. Bruh. Wieso ist das Portal denn aus? Hä? Das ist komisch. Ja, perfekt. Und andersrum auch. Yes, andersrum auch. Perfekt. Alright. Dann können wir uns jetzt so langsam an den Bauwagen. So, die Lava muss jetzt erstmal hier ganz runterfließen. Und in der Zeit kann ich mir noch ein paar Enderperlen holen, denn, ja, eine wird nicht reichen, um eine Endermite zu bekommen. Und ich hab's, denke ich, noch nicht gesagt, deswegen sage ich's jetzt, wir bauen eine Enderman/XP-Farm. Dann muss das alles jetzt gerade Wasser werden. Und jetzt kommt der heikelste Part, denn wir brauchen unten auf dem letzten Block brauchen wir einen... Oh, alright, okay. Da ist unsere Endermite. Let's go. Alrighty. Nur noch die Blöcke entfernen und somit die Enderman freilassen. Und dann können wir hier schön Enderman farmen. Mit Sweeping Edge wird es natürlich noch ein bisschen mehr bringen. Sagen, ich flieg mal zurück. Alright. Dann würde ich sagen, craften wir mal unser Schwert zusammen, wenn wir dafür schon genug Level haben sollten. Das kostet 17. Da muss dann noch Sweeping Edge, Unbreaking 3 und Smite 4 drauf. Eigentlich müsste es Smite 5 werden. Egal, aber Smite 4 reicht uns auch. Yo, wie viel kostet das? Oh mein Gott, Bro, ich muss aufpassen, dass das nicht zu expensive wird. Weil sonst... Sonst wäre miese Krise. Oh Gott, mein Mod tritt jetzt aus. Aber Leute, ich würde sagen, mit der Netherite-Hose und der Netherite-Spitzhacke haben wir heute schon einen ganz guten Fortschritt gemacht. Und mit der XP-Farm können wir auf jeden Fall in der nächsten Folge die Sachen kombinieren wie blöd. Deswegen lasst gerne noch ein Like und ein Abo da. Und ich hoffe, ich sehe euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.